Kutan Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Heute Morgen am 12.07.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall Egeraschikstraße-Wollstraße. Zwei PKWs stießen nach einer Vorfahrtsverletzung zusammen. Laut Polizeiangaben missachtete eine 68-jährige Frau aus Ludwigshafen, die von der Bruchwiesenstraße kommend die Wollstraße in Richtung Oggersheim unterwegs war, die Vorfahrt eines 78-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Raschikstraße in Richtung Gartenstadt unterwegs war. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage aus, sodass die Vorfahrtsberechtigung durch Verkehrsschilder geregelt wurde. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW der 68-jährigen Frau und kam auf dem Dach zum Liegen. Sie konnte sich mit Hilfe anwesender Passanten leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der 78-jährige aus Frankenthal blieb unverletzt. Beide Fahrzeugführer kamen trotz allem zur Vorsorge in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es durch Sperrungen im Kreuzungsbereich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Abschleppunternehmen.